Hallo, liebe Seele, herzlich willkommen zu deinem Tagesorakel heute am Dienstag, den 20. August. Schön, dass du da bist. Worüber darf ich heute für dich sprechen? Wir schauen mal, was durchkommen möchte. Ach ja, heute zeigt sich der Berg. Gestern dachte ich, es ist der Berg, weil die Karte so ähnlich ausgesehen hat. War aber eine andere Zahl. Aber heute zeigt sich der Berg tatsächlich. Okay. Möglich, dass das heutige Orakel mit dem gestrigen Tagesorakel zusammenhängt. Also ich darf dir das an der Stelle empfehlen, falls du es nicht gesehen hast. Das Tagesorakel vom 19. August. Der Reiter. Und das Haus. Okay. Heute flattern Nachrichten ins Haus. Heute erreichen dich Neuigkeiten, Botschaften, Nachrichten. Und das kann eben ziemlich unerwartet sein, dass du das, ja, dass du diese Nachricht bekommst. Okay. Und ich nehme das so wahr, dass du dich nicht unbedingt, ja, über diese Nachricht freust oder dass du diese Nachricht willkommen heißt. Es ist eher so, Mensch, lass mir meine Ruhe, ich möchte meine Privatsphäre. Ja, und dann kann es sein, dass du hier entweder diesen Menschen, je nachdem, wer es ist bei euch, dass du jetzt sagst, Mensch, ich blockiere diesen Menschen jetzt. Es reicht mir, ich möchte meine Ruhe, ich möchte von demjenigen nichts mehr hören. Ja, das hat überhaupt nicht geklappt mit diesen Menschen oder diverse Gründe, okay? Oder es ist eben so, dass du sagst, heute habe ich keine Lust. Heute ist nicht der richtige Tag für Kontakte oder um Nachrichten zu beantworten. Kann auch sein, dass du heute, dass du, unerwartet jemand vor der Türe steht, ja, dass du Besuch bekommst und du dann sagst, oh, ich mache jetzt so, als ob ich nicht zu Hause wäre. Ja, ich lasse die Türe zu. Ja, oder du gehst an die Tür und sagst, ja, du hast keine Zeit oder es passt einfach nicht. Ne? Ja, jedenfalls nehme ich das so wahr, dass etwas in Bewegung ist in deine Richtung oder jemand, also jemand, ne? Und ja, mit dem Berg sehe ich hier eher eine Blockade. Ja, das ist der Park. Es geht hier um jemand, der nicht unbedingt in deinen engsten Kreis dazugehört. Ja, das sind Bekannte, das sind einfach, das sind vielleicht Arbeitskollegen. Irgendwelche außenstehenden Menschen, die halt einfach nicht zu deinem engsten Kreis gehören, ja. Oder alle möglichen Leute, die du kennst. Oh je, okay. Das Herz und die Sterne. Oje, oje. Der Blumenstrauß. Also, also eine Nachricht ist auf dem Weg, also auf dem Weg zu dir. Jemand ist unterwegs zu dir, das kann sein, steht vor deiner Tür. Jemand im Kontakt zu dir auf. Es kann auch sein, dass du irgendwie in der Öffentlichkeit stehst oder sehr bekannt bist und jemand auf dich zukommt und, naja,
ja quasi die Verbindung mit dir sucht, den Kontakt zu dir sucht. Es ist durchaus möglich mit dem Herz hier, dass jemand und mit dem Blumenstrauß, dass jemand in dich verliebt ist, dass jemand großes Interesse an dir hat, dass jemand von dir schwärmt, dass jemand dich total toll findet. Das ist möglich. Es ist halt so, für dich ist das halt jemand, irgendjemand, das klingt so böse, wenn ich jetzt sage, es ist halt irgendjemand, irgendjemand da draußen. Jemand, wo du sagst, okay, ist es gut, denjenigen vielleicht als Bekannten zu haben oder als Bekannte. Aber nicht näher, aber nicht mehr. Ja, also hier wird das definitiv blockiert. Und diese Nachricht hier oder diese Kontaktaufnahme von jemandem in deine Richtung. Ja, also dir ist das völlig klar, was du willst. Nämlich in diese Richtung. Eine Schranke. Ja, eher gesagt einen Stopp. Das ist das, was ich hier wahrnehme. Also Einladungen, Besuche, Kontaktaufnahmen. Das ist bei dir eher nee. Ja, es klingt so böse, wenn ich sage, nein, ich möchte dich nicht in meinem näheren Kreis haben. So kommt mir das rüber, als würdest du das sagen, wenn du hier mit in Resonanz gehst, ja. Na, das wird abgeblockt. Was ich auch wahrnehme ist, für manche geht es um nahestehende Menschen, um Familienmitglieder vielleicht oder sehr gute Freunde. Und jemand ist ja sehr neugierig und kommt auf dich zu. Möchte Einblick in deine Privatsphäre irgendwie oder fragt etwas bei dir nach, hakt nach, möchte irgendwas wissen. Möchte irgendwie vielleicht ein Teil von deinem Leben sein, möchte, dass du dich öffnest irgendwie. Und dann sehe ich dir hier das Gleiche. Es ist immer wieder die gleiche Energie, dass du sagst, nein, hier gibt es eine Grenze. Das ist mein Bereich, das ist dein Bereich. Okay. Und das wird sich nicht vermischen. Das wird nicht zusammengeführt. Oder ganz klassisch. Jemand ist verliebt in dich und möchte ein Date mit dir, möchte zum Beispiel mit dir oder möchte mit dir zusammen sein und so weiter und so fort. Und du bist aber gar nicht interessiert an einer Liebesbeziehung. Das ist alles möglich, ja. Ich habe jetzt hier einige Beispiele genannt. Aber auf jeden Fall, das Gute ist hier, du bist dir ganz glasklar darüber, was du für dich möchtest. Was für dich in Frage kommt, wie du dir dein Leben vorstellst und wer in deine Privatsphäre, in deinen privaten Bereich reinkommt und wer eben nicht. Ja. Hier an der Unterseite haben wir das Thema Einheit mit dem Hibiskus. Ja. Einheit, ja. Einheit, aber nicht mit jedem. Ja, in dem Sinne. Du bist durch Gott mit jedem verbunden. Benutze diese heilige Verbindung, und um deine Familie, Freunde und dich selbst zu heilen. Ja. Nein, nicht mehr die Verbindung zu jedem, das ist das, was ich wahrnehme. Und nicht mit jedem eine Einheit bilden. Ja, auch wenn wir eine Menschheitsfamilie sind. Und ja, wir sind alle miteinander verbunden. Ja, aber ihr wisst, wie ich meine. Man braucht nicht jeden bei sich zu Hause. Das ist einfach so. Erhöhe deine Vibration. Ist es möglich, dass hier einfach auch die Vibrationen, die Frequenzen nicht zusammenpassen? Ja, dass man nicht auf einer Wellenlänge ist. Und erhöhe die Vibration.
ist für mich auch ein Hinweis, ohne dass ich das jetzt gelesen habe. Mache ich gleich. Niederschwingende Menschen. Damit kannst du auch nichts mehr anfangen. Ja, und das ist kein so Zwei-Klassen- Gedenke, ja. Sondern es ist eben so, dass es Menschen gibt, die sind in einer höheren Schwingung und es gibt Menschen, die sind in einer niederen Schwingung und das kann auch manchmal sich verändern, ja. Aber so im Großen und Ganzen strebst du eine höhere Schwingung an und andere Menschen befinden sich im Großen und Ganzen in einer niederen Schwingung, Schwingungsebene. Und das ist auch etwas, wo du sagst, nee, da möchte ich Grenzen ziehen. Ja, weil du einfach nicht in die Negativität reinrutschen willst, runtergezogen werden willst. Du möchtest einfach in deinem Fahrwasser bleiben, ja, auf deiner Schwingungsebene, in deiner Frequenz. Der Weg, den du eingeschlagen hast, und es erinnert mich auch wieder an gestern, so ähnlich. Es ist eben das, was du nicht möchtest. Menschen, mit denen du nicht auf einer Wellenlänge bist, sagt man auf gut Deutsch. Ne? Deine intuitiven Gefühle sind präzise Botschaften der Engel. Ja, verlass dich in jedem Fall auf deine Intuition und auf dein Bauchgefühl. Ich sage ja, du wirst dir hier glasklar sein, ja. Kann auch wirklich sein, dass du Botschaften ganz stark wahrnimmst aus der geistigen Welt. Muss nicht nur von den Engeln sein. Aber die Sterne zeigen hier auch eine feinstoffliche Energie an oder eine spirituelle Energie. Ja, Einheit, Verbundenheit mit der spirituellen Welt. Liebe Seele, das kann ich dir weitergeben für heute. Danke für deine Aufmerksamkeit. Interessante Energie. Wenn du magst, sehen wir es morgen wieder. Okay? Bye bye.